Und bereits am Pult ist der stellvertretende Vorsitzende der NEOS, Nicolas Scherak. Mitglieder der Bundesregierung, vorweg Herr Kollege Nehammer. Sie haben wörtlich gesagt, ich glaube der Unterschied zwischen der SPÖ und der FPÖ war, Sie haben gesagt, bei jeder Entgleisung gibt es bei der FPÖ Konsequenzen. Ich muss Ihnen, glaube ich, wen vorstellen hier im Haus. Das ist der Kollege Höbert, Christian Höbert, Abgeordneter der FPÖ. Das war der, der auf Facebook ein Posting gemacht hat und Migranten als Höhlenmenschen diskreditiert hat. Also die Konsequenz habe ich nicht mitbekommen. Er ist jetzt immer noch da. Es gibt offensichtlich nicht bei jeder Entgleisung Konsequenzen. Und was ich auch nicht verstanden habe, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ist, ja, es mag sein, dass es in der SPÖ auch viele Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Aber das ist eigentlich nicht das, finde ich, worüber wir hier jetzt heute reden sollten. Also ich sehe, okay, ich weiß nicht, wieso die ÖVP da so ein zwingendes Bedürfnis hat, über die Entgleisungen der SPÖ zu reden. Ich sage Ihnen was, ich habe ein ganz anderes Anliegen. Mir geht es darum, dass es meiner Meinung nach rote Linien gibt in der Politik und dass diese rote Linien zu Recht, auch gebe ich Ihnen recht, Herr Vizekanzler und auch der Herr Bundeskanzler, die immer wieder aufgestellt werden. Das Problem ist nur, dass wir wöchentlich dann über diese Linien reden und über diese Linienverschiebung, weil immer ein vermeintlicher Einzelfall kommt und diese Linie verschoben wird. Und ich habe ehrlich gesagt, habe ich satt, dass wir uns hier in diesem Parlament darüber unterhalten müssen, wo denn die rote Linie ist und was denn gerade noch in Ordnung ist. Und ich habe auch schon aufgehört mitzuzählen bei der Summe aller Einzelfälle, die dann der FPÖ passiert sind. Und was ich wirklich auch zurückweisen will, das hat sowohl der Herr Vizekanzler, Sie haben das angesprochen, als auch der Herr Kuppermann-Rosenkranz jetzt, dass das jetzt was mit der Europawahl zu tun hat. Ich meine, das Ratengedicht, das von einem ehemaligen mittlerweile FPÖ-Vizebürgermeister geschrieben wurde, das war jetzt gerade vor kurzem. Und das haben nicht wir oder die SPÖ oder sonst wer uns ausgesucht, dass es jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und es hat auch nichts mit der Europawahl zu tun. Das Problem ist, dass ich mich frage, wie wir denn damit umgehen, wenn jedes Mal diese rote Linie überschritten wird, die aufgestellt wird. Und wie unglaubwürdig es dann ist, nach Konsequenzen zu rufen und zu sagen, ja, man muss jetzt was machen. Ich stelle hier erneut eine rote Linie auf und sage, das und das geht gar nicht. Die Distanzierungen führen erstens, also nicht die Distanzierungen, aber diese Verschiebung der roten Linien führt erstens dazu, dass es eine Vergiftung des politischen Klimas gibt, dass gegen Bevölkerungsgruppen gehetzt wird. Und zweitens ist eine rote Linie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr sonderlich ernst zu nehmen, wenn sie andauernd überschritten wird und wir sie dann woanders aufstellen. Es ist eigentlich etwas, was ganz logisch ist. Und die Frage ist, wenn ich jedes Mal nach einer neuen Konsequenz rufe, egal ob der Bundeskanzler oder der Vizekanzler oder wer auch immer, merke ich am Schluss irgendwann einmal nicht mehr, was denn konkret hier eigentlich diese rote Linie gewesen sein soll. Und Herr Vizekanzler, mir geht es in Wirklichkeit um ganz was anderes. Und ich erkenne das ja sogar an, dass Sie hier schnell reagiert haben. Ja? Das haben Sie gemacht. Sie haben den FPÖ-Vizebürgermeister aus der Partei rausgeschmissen oder er ist selbst gegangen. Sie haben gesagt, sowas hat in der FPÖ keinen Platz. Aber Sie wissen ja auch, dass das nicht gerade jetzt passiert. Das ist ja nicht der Erste, der bei Ihnen eine rote Linie überschreitet. Sie wissen, der Kollege Höbert als Beispiel. Ich habe ein paar wirklich der ganz widerlichen Beispiele mitgebracht. Sie kennen die auch alle. Und Sie haben ja auch zu Recht in vielen wirklich reagiert. Das muss man nachlassen. Aber Sie kennen den ehemaligen Gewerkschafter in Wels, der NS-Devotionalien verteilt und mit denen dealt. Sie wissen, dass noch FPÖ-Landtagsabgeordnete aus Wien immer wieder bei der Ehrenveranstaltung beim NS-Piloten Walter Nowotny an seinem Grab teilnehmen. Sie kennen Postings von FPÖ-Mitarbeitern, die im Zusammenhang vom burgenländischen Landeshauptmann Stellvertreter Johannes Schürz, also insofern haben Sie da ja nicht Unrecht, die SPÖ toleriert das offensichtlich auch, das stimmt, das ist aber das grundsätzliche Problem, der Postings macht während dem Marathon, wo dunkelhäutige Läufer beim Wiener City-Marathon sind und dann schreibt, haben es leicht Ausgang und die Konsequenz ist, man spricht mit ihm. Sie hatten FPÖ-Funktionäre, die ehemaligen grünen Politikerinnen eine Gruppenvergewaltigung gewünscht haben. Sie kennen aus Tulln im Vorstand der FPÖ ein Mitglied des Vorstands, die auf Facebook über Untermenschen redet und dann sagt, sie kannte die Begrifflichkeit nicht. Also selbst wenn ich sie nicht kannte, finde ich, ist das kein Begriff, den man verwenden sollte. Sie kennen den mittlerweile Mitarbeiter von Ihnen, Herr Bundesminister Hofer, glaube ich, der geschrieben hat, dass Widerstandskämpfer in der NS-Zeit Verräter waren. Er hat sich irgendwann mal dafür entschuldigt, aber nichtsdestotrotz, er hat das gemacht zumindest. Sie kennen Postings, wo Leute mit Kongo-Affen bezeichnet wurden. Sie kennen
sehr faszinierend, sehr widerlich insbesondere, von ehemaligen Mitgliedern haben sie auch Konsequenzen gezogen, das ist richtig, der Freiheitlichen Gewerkschafter, wo jemand auf Facebook ein Bild mit einer älteren Dame postet und Kekse in Hakenkreuzform und dann drunter schreibt, Omas Kekse sind die besten. Sie kennen das Rattengedicht, das Sie gehört haben. Und Herr Vizekanzler, das Problem ist nicht, dass Sie dann die Konsequenz ziehen. Das Problem ist, dass das offensichtlich wesensimmanent in der DNA der FPÖ ist, dass Sie solche Leute anziehen. Das ist das Problem. Und ich nehme es Ihnen ja ab, dass Sie sie ausschließen. Aber Sie müssen sich darüber Gedanken machen, wie es dazu kommt, dass sehr viele Leute, die so ein Gedankengut haben, bei Ihnen Funktionärinnen und Funktionäre sind. Und das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen. Und da hilft es mir nichts, wenn ich jedes Mal, wenn ich sowas Widerliches mitkriege, eine neue Grenze aufschaue und sage, bis hier und nicht weiter, ich ziehe die Konsequenzen, sondern Sie müssen sich im Kern fragen, was Sie denn machen, und ich sage jetzt nicht, dass Sie persönlich dafür verantwortlich sind, aber Sie sind Parteiobmann der FPÖ, dass solche Leute in größerer Anzahl bei Ihnen mitwirken wollen. Und das ist eine Aufgabe, die schlichtweg nur Sie selbst erfüllen können, und diese Gedanken müssen Sie sich machen. Und die ÖVP muss sich eine Frage stellen, und das ist die, die mich am meisten beschäftigt in den letzten Tagen, auch im Zusammenhang mit dem Rattengedicht. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie in einer Koalition sind mit einer Partei, die offensichtlich wesensimmanent in ihrer DNA drinnen hat, dass sie Leute mit so einem Gedankengut anzieht? Das sind die Fragen, die sowohl die ÖVP sich einerseits stellen muss, als auch die Frage, mit der sich die FPÖ beschäftigen muss. Das Problem sei nicht das Ziehen von Konsequenzen bei rechtsextremen Ausrutschern, sagt Nicolas Scherak von den NEOS, sondern das Problem sei, dass man Menschen mit einem derartigen Gedankengut bei der FPÖ offenbar von vornherein erst anziehe.